Hier die Antworten zu den Aussagen über die Trägheitskraft. Also die Frage lautete, welche der folgenden neuen Aussagen ist in Bezug auf den Begriff Trägheitskraft korrekt? Aussage 1 und etwas eingeschränkt Aussage 7 sind extrem falsch. Also Aussage 1 war, die Trägheitskraft ist die Gegenkraft zur Beschleunigungskraft im Sinne des dritten newtonschen Axioms. Nun, alle Kräfte haben die Wirkung einer Beschleunigung. Also den Begriff Beschleunigungskraft, den gibt es so nicht. Oder anders gesagt, eine Beschleunigungskraft ist ein Pleonasmus wie ein weißer Schimmel. Die Trägheitskraft zeichnet sich gerade dadurch aus, dass sie keine Gegenkraft hat im Sinne des dritten newtonschen Axioms. Aussage 7 ist einfach vage und wässrig, also die Trägheitskraft ist der beschleunigenden Kraft entgegengerichtet und hat denselben Betrag. So kann man die Aussage nicht akzeptieren. Und wie gesagt, es gibt keine beschleunigende Kraft. Es gibt Einzelkräfte, die haben Namen wie Federkraft, Unterlagskraft oder eben Normalkraft und Reibungskraft und so weiter. Und es gibt dann noch die resultierende Kraft und die beschleunigt ja dann den Körper. Also die Aussage 7 ist nicht so falsch wie Aussage 1, aber einfach nicht brauchbar. Nun, ich habe eine Folie gefunden zu einer Vorlesung von einer renommierten Universität im deutschen Sprachraum. Halten Sie sich fest oder sitzen Sie ab. Jetzt kommt nämlich der Hammer. Als Trägheitskraft bezeichnet man die Kraft, mit der die träge Masse einer äußeren beschleunigenden Kraft entgegenwirkt. Also hier wird plötzlich noch eine interne Kraft postuliert, die den äußeren Kräften entgegenwirken kann. Und zwar nach dem Newton-Axiom 3, Aktion gleich Reaktion. Jetzt kommt gerade das, was ich vorher als extremen Unsinn abgetan habe. Dann wird das zweite Newton'sche Axiom bemüht, das ist eben die Impulsbilanz, also die Summe aller Kräfte gleich Masse mal Beschleunigung. Also hier sollte Summe aller Kräfte oder resultierende Kraft stehen. Die verursacht ja die Beschleunigung. Dann wird das einfach algebraisch umgeschrieben, das heißt, m mal a wird subtrahiert und auf die andere Seite geschrieben und als Trägheitskraft deklariert. Erklärt wird das wie folgt: Man kann damit ein Kräftegleichgewicht erzeugen. Nun, mit einer algebraischen Umformung macht man noch lange kein Kräftegleichgewicht. Und da wird Kräftegleichgewicht mit Aktio gleich Reaktio gleichgesetzt. Und Kräftegleichgewicht und Aktio gleich Reaktio sind ziemlich das Gegenteil voneinander, wie ich auch schon gezeigt habe. Also völliger Unsinn wird hier erzählt und dann geht man über ins beschleunigte Bezugssystem und da kommt dann etwas, das stückweise korrekt ist. Studierende haben doch Anspruch auf einen korrekten Unterricht und auch wenn es nur Studierende der Human- und Zahnmedizin sind, wie in diesem Fall. Aussage 2, eine Trägheitskraft ist eine interne Kraft, die bei schnellen Änderungen des Bewegungszustandes auftritt. Nun, das kann nicht sein. Eine Kraft ist eine äußere Einwirkung auf einen Körper, die dessen Beschleunigung verursacht. Oder in der Sprache der Systemphysik, eine Kraft ist eine Impulsstromstärke oder eine Impulsquellenstärke. Also innere Kräfte, das ist ein Paradoxon. Kräfte sind immer von außen kommend. Aussage 4 ist genauso falsch. Die Trägheitskraft wirkt vom beschleunigten Körper auf die Umgebung. So eine Kraft gibt es, aber das ist keine Trägheitskraft. Ich zeige das an diesem Beispiel. Also da wird ein Nagel eingeschlagen. Ich schneide Hammer und Hand frei und gehe davon aus, dass hier an dieser Schnittfläche keine Kraft wirkt. Wenn man gut ist im Nageln, dann kann man das näherungsweise erreichen. Dann wirkt die Gewichtskraft und es wirkt die Kraft vom Nagel auf den Hammer. Die Summe dieser beiden Kräfte ist verantwortlich für die Beschleunigung des Schwerpunktes dieses Systems. Zu dieser Kraft F gibt es jetzt eine Reaktionskraft im Sinne des dritten Newton'schen Axioms. Die wirkt dann auf den Nagel, aber das ist keine Trägheitskraft.
Nun, in der Systemphysik argumentiere ich mit dem Impulsstrom und das ist viel anschaulicher und weniger fehleranfällig. Ich führe eine positive Z-Richtung ein und dann kann man sagen, sobald der Hammer auf den Nagel trifft, beginnt der Impuls durch den Nagel abzufließen. Vorwärts fließender Impuls erzeugt ja bekanntlich Druck und dann kann man sich das vorstellen, wie da der Impuls abfließt und das wird dann eben als Trägheitswirkung empfunden. Wenn man jetzt hier eine Schnittfläche legt und dem abfließenden Impulsstrom einen negativen Kraftpfeil zuordnet, dann bekommt man auf diesen Kraftpfeil. Wenn man das andere Schnittufer nimmt, bekommt man einen in den Nagel zufließenden Impulsstrom und das gibt dann die Reaktionskraft auf den Nagel. Also Aussage 2 und 4 sind falsch. Aussage 6, die Trägheitskraft ist dafür verantwortlich, dass ein Astronaut schwerelos ist. Das kann man so nicht sagen. Denn Trägheitskräfte, ich komme jetzt dann zur richtigen Antwort, sind Kräfte, die man in beschleunigten Bezugssystemen einführen muss. Die Schwerelosigkeit des Astronauten, die gilt natürlich unabhängig vom Beobachter. Das heißt, man sieht ja, wie der Astronaut schwerelos ist. Zur Schwerelosigkeit habe ich vor längerer Zeit schon ein Video gemacht und vor weniger langer Zeit ein zweites. Also wer sich mit der Frage der Schwerelosigkeit beschäftigen will, kann sich ja diese zwei Videos anschauen. Die korrekte Aussage ist, eine Trägheitskraft ist eine Scheinkraft oder eine gravitationsähnliche Kraft, die nur in einem beschleunigten Bezugssystem auftritt. Also erst wenn man das sogenannte Inertialsystem verlässt, muss man zusätzliche Trägheitskräfte oder zusätzliche gravitationsähnliche Kräfte einführen. Bei Translation nennt man das Trägheitskraft, bei Rotation sind es Zentrifugal- und Corioliskraft. Aussage 5 ist natürlich auch korrekt. Die Trägheitskraft ist eine Volumenkraft, die in gewissen Bezugssystemen und welche Bezugssysteme, das sagt die Aussage 3, eingeführt werden müssen.